Jetzt geht es darum, den Weg in die weite Vorhand zu trainieren. Meine erste Lieblingsübung für den Weg in weite Vorhand ist der Falkenberg. Wir hatten die Übung auch schon mal bei der regelmäßigen Beinarbeit. Da haben wir sie gespielt als Kombination, kleiner und großer Falkenberg. Jetzt geht es wirklich um den Weg immer in die weite Vorhand, nicht über Mitte. Das heißt, wir spielen nur den großen Falkenberg. Ich erkläre die Übung nochmal. Es geht darum, man spielt einen Ball Rückhand aus Rückhand, läuft um, Vorhand-Topspin aus Rückhand und hat dann den weiten Weg in die Vorhand, Vorhand-Topspin aus Vorhand. Danach geht es wieder weiter in Rückhand. Man kann ein bisschen anpassen, Rückhandbälle dem Gegner auch vorher sagen, ich spiele nicht immer nur eine Rückhand, sondern ich spiele vielleicht auch mal zwei oder drei Rückhandbälle. Danach laufe ich wieder um. Hier wieder darauf achten, ich hatte es beim ersten Mal auch schon gesagt, wirklich genug Platz zu schaffen. Nicht zu eng spielen, nicht mit dem Ellbogen zu eng am Körper sein, mit den Beinen mehr Platz machen. Den Ball in Vorhand werde ich auch dann immer noch erreichen, also nicht schon an den Ball denken. Eine weitere Sache ist, dass man oft beim Falkenberg mit der Vorhand richtig Gas gibt und die Rückhandbälle ein bisschen nur reinspielt und dabei auch Körperspannung verliert. Also da ist auch wichtig, nach dem Vorhandball aus Vorhand die Rückhand ein bisschen aktiv spielen, natürlich kein Endschlag, aber mit einem leichten Kick oder wenn ich Konterspieler bin, ein bisschen fester kontern, aber nicht die Körperspannung verlieren, also nicht diesen Rückhandball zum Ausruhen benutzen. Das passiert manchmal ein bisschen häufig, dass man Rückhandball nur zum Ausruhen spielt, man gibt hier die zwei Bälle Gas und spielt den Ball zu ruhig. Also hier wirklich auch die Körperspannung halten und den Ball mit Rückhand auch aktiv spielen. Meine zweite Lieblingsübung für die Beinarbeit in die weite Vorhand ist, ich zeige es mal direkt am Tisch, hört sich erstmal ein bisschen komplizierter an, ist aber auch eigentlich nicht so schwierig. Ich fange an mit dem Rückhandball, habe danach direkt den Weg in die weite Vorhand, spiele Vorhand aus Vorhand. Danach kommt der Block in Mitte, da kann ich selber ein bisschen anpassen, wie weit ich den rüber haben will, weil es soll halt einmal darum gehen, den Weg aus Rückhand in weite Vorhand zu haben und danach nach einem Vorhandball den Weg in weite Vorhand. Das heißt, hier ein bisschen anpassen, dem Blocker sagen, wie weit der Block rübergehen soll, dass ich hier den Vorhand-Topspin spiele. Der vierte Ball ist wieder der Weg in weite Vorhand. Und dann spiele ich nochmal einen Rückhandball als fünften Ball. Der sechste Ball geht wieder in weite Vorhand. Und den spiele ich dann diagonal und gehe eigentlich ins Topspin-Topspin über. Das heißt, ich erkläre es nochmal von vorne. Rückhand, Weg in weite Vorhand, Vorhand-Spin aus Mitte, Weg in weite Vorhand, wieder ein Rückhandball, der Weg in weite Vorhand, Topspin diagonal, der Gegner zieht gegen und dann gehe ich ins freie Spiel über. Da auch wieder darauf achten, ich hatte es bei der regelmäßigen Beinarbeit schon mal gesagt, nicht dieses Gefühl haben, ich habe es geschafft, die Übung, sondern dann, wenn der Gegner gegenzieht, wirklich aktiv bleiben, Spannung halten, dann geht der Ballwechsel eigentlich erst richtig los. Meine dritte Lieblingsübung für die Beinarbeit in die weite Vorhand ist eine unregelmäßige Übung. Und dabei spiele ich ein bis drei Bälle mit Rückhand. Danach kommt der Block in weite Vorhand. Ich spiele Topspin aus Vorhand. Wieder ein bis drei Rückhand aus Rückhand. Also immer der Blocker entscheidet, wann er den Wechsel spielt. Ich selber weiß es nicht. Ich muss mich bei der Rückhand immer die Spannung halten. Ein bisschen vielleicht zur Mitte orientieren, damit ich beide Ecken abdecken kann. Nach dem zweiten Mal wieder eben weite Vorhand. Dann ein drittes Mal ein bis drei Bälle aus Rückhand. Der Wechsel kommt in weite Vorhand. Und dann gehe ich auch wieder, ziehe ich diagonal und gehe in Spin-Spin über. Also ich erkläre es nochmal. Ein, zwei oder drei Bälle Rückhand. Der Blocker entscheidet wie viele. Block in Vorhand, Topspin. Wieder ein bis drei Bälle Rückhand, Vorhand-Topspin. Ein bis drei Rückhandbälle, Vorhand-Topspin. Gegner zieht gegen, dann ist freies Spiel. Insgesamt noch als Hinweis vielleicht für diese Beinarbeitsübungen. Wichtig, ihr werdet merken, die sind sehr, sehr anstrengend. Und passt die Übungszeit dabei ein bisschen an. Das heißt, wenn ihr merkt, nach 4-5 Minuten, ihr seid wirklich sehr, sehr müde. Natürlich soll man ein bisschen bei Beinarbeitsübungen den Schweinehund überwinden, aber wenn ihr merkt, die Technik wird sehr unsauber, die Fehlerquote wird ganz hoch und gerade dieses, ihr kommt in diese aufrechte Position und ihr schleift dann eigentlich eine schlechtere Technik vielleicht ein, dann wirklich die Übung abbrechen und wenn ihr langsam das steigert von Training zu Training, werdet ihr die Übungszeit auch steigern können. Aber am ersten Mal wirklich, wenn ihr merkt, ihr seid absolut müde, vielleicht noch eine Minute weiterspielen, aber nicht 3-4 Minuten spielen, wenn ihr merkt, ihr könnt das Niveau gar nicht mehr halten und schleift eigentlich eine schlechte Technik ein. Das ist wichtig, darauf noch zu achten.